Seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesorakel. Bei diesem Orakel stellen wir die drei wichtigen Fragen. Was denkt er? Wie fühlt er sich? Was wird er tun? Seinen Gedanken sehen wir in der Mitte hier oben und unten. Dieser Rad symbolisiert die Schicksal. Und er hat diese optimistische Haltung, dass Veränderungen kommen, alles geht in die richtige Richtung. Wenn du eine Dame bist, dann bist du hier auf diesem Bild und so denkt er über dich, dass du Kraft hast. Auch wenn es schwierig ist und musst viel mitschleppen, du schaffst das alles. Seinen Gefühlen sehen wir hier. Er macht sich bequem, ihm geht's blendend gut. Und er herrscht über die Finanzen, er hat beruflichen Erfolg und stärkt diese Karte sein Selbstwertgefühl. Immerhin fühlt er sich wie ein König. Aber es entstehen auch Gefühle. Weil hier die Kaffeetassen symbolisieren Gefühle. Ein Neuanfang, aber erstmal so neugierig. Es kommt aber Annäherung, weil dieser Bild zeigt schon ein Treffen. Was wird er tun, das sehen wir hier. Die Sonne beleuchtet etwas. Mit dieser Ausstrahlung kann man vieles auch klären. Sonne bedeutet auch ein Treffen, weil er möchte dich sehen. Wenn du eine Dame bist, dann weinst du noch ein bisschen und es gibt auch Vergangenheit und das war nicht immer ganz einfach. All das musst du noch verkraften, aber du hast hier die Kraft und ihr habt auch Zukunft. Das sieht man hinter dir. Und hier die Zahl 10 bedeutet auch ein Neuanfang. Auch wenn in Vergangenheit Missverständnisse waren, er möchte das mit dir klären. Er versteht dich auch und es wird auch besser. Er plant mit dir einen Neuanfang. Und wir schauen an, was zeigen noch die Karten. Wieder die Kraft. Und mit dieser Kraft, mit dieser Bärenstärke, könnt ihr einiges bewältigen. Und die Lilien zeigen reinen Gedanken, reinen Gefühlen. Und er möchte mit dir etwas klären, er möchte mit dir etwas bereinigen. Das zeigt die Sonne und zeigt Lilien aber auch. Er ist bequem, vielleicht auch ein bisschen eingebildet. Und dieser Brief kann Verträge bedeuten. Vielleicht hat Verträge unterschrieben und hat Erfolg. Aber dieser Brief bedeutet auch Nachricht. Und kann sein, erwartet, dass du schreibst. Wenn da nichts kommt, dann steht er auf, wird neugierig sein und schaut nach dir. Hier kommt Sicherheit und Stabilität endlich angekommen, zu sein, verwurzelt zu sein. Die Sterne bringen Glück und schenken auch das Vertrauen. Es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Hier liegt nochmal das Glück.
Und dieser Schlüssel symbolisiert deine Selbstsicherheit oder seine Selbstsicherheit. Mit diesem Schlüssel könnt ihr Missverständnisse von Vergangenheit abschließen, etwas klären, dann kommt ein Neuanfang und mit diesem Schlüssel öffnet sich eine neue Tür. Das sind schon die Chancen und Möglichkeiten. Und Mond symbolisiert seine Träume, seine Wünsche und seine Sehnsüchte. Seine Gegenwart dieser Berg kann Berglandschaft auch sein, aber noch Hindernisse. Und dein Gegenwart? Er schaut in eine Richtung. Und das kannst du sein, dass er nach dir schaut. Kann auch bedeuten, dass er ein bisschen noch bequem ist, aber hier sehen wir auch, er schaut nach dir. Vielleicht untersucht noch etwas im Internet. Und das war diese allgemeine Liebesorakel. Es besteht die Möglichkeit, diese Orakel auch buchen, dann ist das persönlich. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.